Okay, als erstes gucken wir uns ein bisschen die Grundlagen zur Espresso-Zubereitung an. Genau, entweder wird 7 bis 9 Gramm Kaffee in einen einfachen Siebträger mit so einem kleineren Sieb oder 14 bis 16 Gramm Kaffee in einen doppelten Siebträger mit doppeltem Auslauf für einen doppelten Espresso hier reingemahlen. Dazu sollte der Siebträger als erstes sauber und trocken sein, deswegen wische ich ihn nochmal durch. Dann wird der fein gemahlene Kaffee hineingemahlen. Der Kaffee wird anschließend verteilt gleichmäßig im Siebträger und dann mit 10 bis 15 Kilo Kraft festgedrückt, festgetemmt sozusagen. Da ist auch wichtig, dass das gleichmäßig passiert. Dann wird einmal Wasser durchgelassen, eingespannt und schon beginnt der Espresso-Bezug. Und in 20 bis 30 Sekunden versucht man jetzt 20 bis 30 Milliliter Flüssigkeit aus dem Espresso rauszulösen. Dann ist der Espresso fertig. In dieser Zeit werden die angenehmsten Stoffe rausgelöst. Der Kaffee ist noch nicht bitter und schmeckt sehr, sehr angenehm. Genau. Wichtig zu sagen zu den einzelnen Elementen ist, dass die Maschine, die hat letztlich die Aufgabe, für 9 Bar Druck zu sorgen. Also, dass das Wasser mit gleichmäßigem Druck durch das Kaffeebett durchgedrückt wird. Die Brühtemperatur für Espresso ist ideal, wenn sie so zwischen 90 und 94 Grad liegt. Wenn das Wasser heißer ist, würde der Kaffee verbrennen, dann schmeckt er verbrannt. Und wenn das Wasser zu kalt ist, dann werden die säuerlichen Stoffe aus dem Kaffee stärker raus extrahiert, also rausgelöst. Dann schmeckt der Kaffee häufig ein bisschen säuerlich, ist auch nicht besonders angenehm. Des Weiteren soll die Maschine aber auch dafür sorgen, dass ich Druck habe zum Milchaufschäumen. Und diese beide Aufgaben muss die Maschine erfüllen. Eine gute Maschine kann sogar wirklich das so erfüllen, dass ich parallel Espresso ziehen kann und Milch schäumen kann, ohne dass ich Druckabfälle habe. Dann ist die Espresso-Mühle natürlich sehr wichtig bei der Zubereitung. Die wird sogar häufig unterschätzt, eigentlich die Rolle der Mühle. Eine gute Mühle sorgt eben dafür, dass der Kaffee sehr gleichmäßig gemahlen wird und vor allem auch, dass er frisch in den Siebträger direkt reingemahlen wird. Je frischer er reingemahlen wird, desto weniger Aromen verlieren sich schon auf dem Weg sozusagen, weil die Aromen sind sehr flüchtig und sind eben schnell wieder weg. Es gibt so Mühlen, die haben eine Vorratskammer. Wenn der Kaffee da lange drin liegt, dann wird er eigentlich immer schaler, sag ich mal, also weniger aromatisch. Und bei diesen anderen Mühlen ist es auch schwieriger, immer die gleiche Menge an Kaffee in den Siebträger zu mahlen. Deswegen sind solche Grind-on-Demand-Mühlen sehr, sehr gut geeignet. Ja, und der nächste wichtige Faktor letztlich bei der Espresso-Zubereitung bist natürlich du als Barista. Barista ist das italienische Wort für Barkeeper. Und ein Barista hat die Aufgabe eben zum einen, sich mit dem Kaffee auseinanderzusetzen, die Kunden auch darüber zu informieren, aber insbesondere zum anderen alle Möglichkeiten der Einstellung, die man so hat, so vorzunehmen, dass der Espresso, der nachher resultiert, sehr angenehm ist, lecker schmeckt und sich die Balance hält zwischen allen Geschmackskomponenten. Ja, und deine Aufgabe als Barista ist es, die Parameter der Espresso-Zubereitung so einzustellen, dass nachher das Wasser, was von der Maschine mit Druck eben durchgeschickt wird, so durch das Kaffeebett durchläuft, dass der Espresso so langsam als gleichmäßiger Strahl in Form eines Mäuseschwänzchens, sagt man auch, hindurchläuft. Und da gibt es 3 klassische Parameter, die ich eben zur Einstellung habe. Das erste ist der Mahlgrad. Je feiner ich den Kaffee mahle, desto langsamer kann das Wasser dann durch das Kaffeebett laufen. Und je gröber ich den Kaffee mahle, desto schneller kann es eben durchlaufen. Das zweite ist dann die Füllmenge. Also je mehr Kaffee ich in den Siebträger mahle, desto langsamer läuft es durch. Und je weniger ich reinmahle in den Siebträger, desto schneller läuft das Wasser durch. Das dritte ist dann noch der Tampingdruck. Je doller ich sozusagen den Kaffee im Siebträger festdrücke, desto langsamer läuft das Wasser durch und je loser ich es festtempe, desto schneller läuft das Wasser durch. Und deine Aufgabe ist es eben als Barista, die Faktoren so einzustellen, dass der Kaffee eben gleichmäßig
extrahiert wird und in der richtigen Zeit, sodass der Kaffee eben einen sehr, sehr angenehmen Geschmack entfaltet. Allgemein noch zur Zubereitung ist es wichtig zu sagen, dass die Siebträger immer eingespannt sind, damit die sozusagen auch die Temperatur der Maschine halten und ich wirklich die richtige Brühtemperatur nachher erhalte. Wenn ich nämlich den Siebträger hier nebenlegen hätte und der abkühlt, dann, wenn ich da noch kalten Kaffee reinmale und das wieder einklemme, Espresso-Bezug starte, dann ist eigentlich der Abfall der Brühtemperatur durch Kaffee plus kalten Siebträger zu stark. Und das mündet häufig in einem säuerlichen Espresso-Geschmack. Deshalb ist das eben auch immer wichtig, dass sie eingespannt sind.